Wir sollen hier diese lineare, nicht homogene Differentialgleichung lösen. Wenn wir dieses von y unabhängige Glied mit e hoch 0 mal x multiplizieren, so haben wir an der Angabe nichts geändert, haben dann aber eine Differentialgleichung dieser Art. Dies ist die allgemeine Form einer linearen, aber nicht homogenen Differentialgleichung, in der das von y unabhängige Glied das Produkt einer Exponentialfunktion und eines Polynoms ist. Die allgemeine Lösung solch einer Differentialgleichung schreibt sich als Summe der allgemeinen Lösung der entsprechenden homogenen Differentialgleichung und einer partikulären Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich als Summe von solchen Produkten, Exponentialfunktion mal Polynom. Diese Werte ak sind die Nullstellen des charakteristischen Polynoms dieser Differentialgleichung und diese Werte mk sind ihre jeweiligen Vielfältigkeiten. Eine partikuläre Lösung dieser nicht homogenen Differentialgleichung schreibt sich als solches Produkt. Dieser Faktor e hoch cx ist ganz einfach aus der Angabe abgeschrieben worden. Der Grad dieses Polynom p Sternchen in x ist genau derselbe wie der Grad dieses angegebenen Polynoms. Und der Exponent dieser Zahl x ist die Vielfältigkeit von dieser Zahl c als Nullstelle in der charakteristischen Gleichung dieser Differentialgleichung. Also beginnen wir mit der allgemeinen Lösung yh der entsprechenden homogenen Differentialgleichung. Wir erstellen zuerst die charakteristische Gleichung, die ist selbstverständlich z hoch 2 plus 1 mal z hoch 0 gleich 0. Dieses Binom können wir in der Menge c schön faktorisieren und erkennen hier sofort, dass minus i Nullstelle mit Vielfältigkeit 1 ist und dass i Nullstelle mit Vielfältigkeit ebenfalls 1 ist. Die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung schreibt sich also so. E hoch minus i mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades. Ein Polynom 0. Grades ist eine konstante Zahl, die nennen wir hier c1, plus e hoch 2. Nullstelle i mal x mal ein Polynom 1 minus 1. Grades, also ein Polynom 0. Grades, das heißt eine Konstante, die nennen wir c2. Die Wissenschaftler schreiben diese allgemeine Lösung gerne in eine andere Form um, denn wir wissen, dass e hoch i mal x dasselbe ist wie Cosinus von x plus i mal Sinus von x und dass e hoch minus x dasselbe ist wie Cosinus von minus x plus i mal Sinus von minus x. Im trigonometrischen Kreis sehen wir, dass der Cosinus von minus x genau dasselbe ist wie Cosinus von x und dass der Sinus von minus x genau dasselbe ist wie minus Sinus von x, also so. Jetzt können wir hier c1 verteilen, hier verteilen wir c2, schreiben dann die Termen in Cosinus x zusammen und die in Sinus x auch zusammen und so stellen wir fest, dass die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung eine Konstante mal Cosinus von x plus eine Konstante mal Sinus von x ist. Also finden wir als allgemeine Lösung eine beliebige Konstante c1 Sternchen mal Cosinus von x plus eine beliebige Konstante c2 Sternchen
mal Sinus von x. Das ist also die allgemeine Lösung der homogenen Differentialgleichung. Diese Lösung halten wir hier fest und suchen jetzt noch eine partikuläre Lösung dieser nicht homogenen Differentialgleichung. Wir suchen also yp. Wissen aus dieser Methode, dass diese partikuläre Lösung sich als solches Produkt schreibt. Wir schreiben hier e hoch 0 mal x. Diesen Faktor haben wir einfach aus der Angabe abgeschrieben. Hier schreiben wir ein Polynom p Sternchen in x, dessen Grad 2 ist, weil dieses Polynom aus der Angabe ebenfalls als Grad 2 hat. Und hier schreiben wir noch x hoch. Diese Hochzahl ist die Vielfältigkeit von dieser 0 als Nullstelle der charakteristischen Gleichung dieser Differentialgleichung. Die Nullstellen sind aber minus i und i. 0 ist keine Nullstelle dieser Gleichung. Also ist die Vielfältigkeit dieser 0 ganz einfach 0. Jetzt schreiben wir noch hier ein Polynom zweiten Grades in allgemeiner Form. Das ist also ax² plus bx plus c. Und was jetzt noch zu tun bleibt, ist, diese Zahlen a, b und c herauszufinden. Dazu drücken wir aus, dass dieses yp die Anfangsdifferentialgleichung erfüllt, also so. Hier werden wir jetzt yp ersetzen durch dieses Trinom zweiten Grades und hier werden wir diesen Bruch ersetzen durch die zweite Ableitung von diesem yp. Also berechnen wir zuerst die erste Ableitung. Die erste Ableitung dieses Trinoms ergibt 2ax plus b und dieses Binom leiten wir jetzt nochmal ab, das ergibt 2a. Was also bedeutet, wir ersetzen diesen Bruch durch 2a und dieses yp durch dieses Trinom, also so. Das ordnen wir noch ein wenig in dieser Form. So erkennen wir deutlich, wir haben hier die Gleichheit von zwei Polynomen. Zwei Polynome können aber nur dann gleich sein, wenn die Vorzahlen der jeweiligen Potenzen gleich sind. Was also bedeutet, die Vorzahl von x² links, das heißt a, muss gleich zur Vorzahl von x² rechts sein, das heißt hier 1. Die Vorzahl von x links, das heißt b, muss gleich zur Vorzahl von x rechts sein, das heißt 2. Und der unabhängige Term links muss gleich zum unabhängigen Term rechts sein. Der ist rechts 0. Wir lesen hier x² plus 2x plus 0. Und daher dieses Gleichungssystem. Diese Vorzahl a muss gleich 1 sein, steht da. Diese Vorzahl b muss gleich 2 sein, steht da. Und der unabhängige Term 2a plus c muss gleich 0 sein, steht da. Wenn wir dann hier noch a durch 1 ersetzen, finden wir, dass c minus 2 sein muss. Somit haben wir also die Werte von a, b und c gefunden. Also ersetzen wir in yp a durch 1, b durch 2 und c durch minus 2. Da ist eine partikuläre Lösung der nicht homogenen Differentialgleichung. Diese partikuläre Lösung halten wir hier fest und jetzt sind wir bald am Ende gelangt, denn die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung ist ganz einfach die Summe von yH und yp, das heißt von diesem yH von x und diesem yp von x. Und daher die allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung.